Also dann sage ich mal Hallo und herzlich willkommen zu unserer zweiten Staffel von Victoria 3. Falls ihr nicht genau wisst, was wir hier tun, dann würde ich euch sehr gerne die ersten, ich weiß nicht genau, wie viele Folgen es dann am Ende geworden sind, ans Herz legen. Wir spielen aber nochmal einen ganz kurzen Ramp-up. Wir spielen die Vereinigten Belgischen Staaten. Und sind in unserem Spielstand tatsächlich relativ erfolgreich, würde ich mal behaupten. Wir sind irgendwie komischerweise das Nummer 1 Land geworden mit einem BIP, was jetzt fast die Billionen durchbricht. 979,5 Milliarden, das ist mittlerweile dreimal so viel wie Norddeutschland, doppelt so viel wie Frankreich. Ja, also... Und zehnmal, über zehnmal so viel wie Russland, also ja gut. Und dazu kommt, dass wir in der letzten Folge einen großen Krieg gewonnen haben, beziehungsweise eigentlich war es ein kleiner Kolonialkrieg, der sich dann aber in einen relativ großen Krieg hier irgendwie umgewandelt hat. Und zwar, das ist hier in Belgisch-Kongo-Orientale. Hier hat uns Frankreich leider sehr, sehr viel vom Gebiet abgeknapst, aber man muss halt sagen, die Franzosen sind irgendwie im Allgemeinen sehr, sehr gut, was Kolonien anbelangt, sehe ich hier gerade. Also die haben wirklich sehr, sehr viel. Aber nichtsdestotrotz, auch wir als Belgien haben es irgendwie geschafft. Hier unten war ja unser Markteintritt, hier unten und hier unten Markteintritt für Afrika. Oh, das hört sich wild an, Leute. Das hört sich wild an. Darauf erstmal ein Stifti Schluck an der Stelle. Guten Kaffee, Leute, ist ja vor Weihnachten. Haben wir es geschafft, an den jeweiligen Kolonien von Frankreich und Britannien hier an der Stelle uns vorbeizuschleichen, obwohl nicht mehr viel Platz war, und haben die dann tatsächlich auskolonialisiert. Also wir haben tatsächlich das Land schneller kolonialisiert als die, und damit konnten wir uns hier ins Landesinnere besser voranbringen sozusagen. Genau, dann haben wir Australien, dann haben wir einen großen Teil der... Also wir haben nicht komplett Australien, wir haben die Hälfte von Australien und wir haben einen großen Teil von der arabischen Halbinsel. Denn auch das wird uns in den nächsten Folgen begleiten. Wir haben das große Problem weiterhin, dass wir nicht an Öl herankommen. Kein Mensch in dieser Welt braucht anscheinend Öl, bis auf meine Bevölkerung, die wild mit Autos rumfahren möchte. Wir können uns das gerne mal anschauen. Also der Ölpreis ist wahnsinnig teuer, Leute. Also das ist schon gar nicht mehr zu beschreiben, wie teuer das Öl tatsächlich ist. Und hier sind noch nicht mal alle Technologien drin, die wir eigentlich überhaupt hätten. Also hier ist ganz, ganz viel nicht umgestellt. Motoren wäre Wahnsinn. Also das geht schon fast in den Shortage. Wir können ja mal schauen, hier gibt es auch gar nichts weiter. Also wir können hier einfach nichts importieren. Es funktioniert einfach nicht. Es ist Wahnsinn. Und das bedeutet, dass wir wohl oder übel auch dahingehend weitermachen müssen, dass wir uns strategisch um bestimmte Punkte der Welt kümmern müssen, wo es Öl gibt. Das werden wir tun. Und derweil natürlich schauen, dass wir unseren wunderbaren, tollen, unser wunderbares, tolles Land hier weiter ausbauen und natürlich auch nicht mega unachtbar werden. Wir haben mittlerweile eine Verrufenheit. Oh, von nur 10,5. Das schreit ja schon förmlich nach der nächsten Eroberung. 10,5 sind ja Wahnsinn. Also da kann man ja schon ganz viel machen. Und wir haben, das seht ihr rechts dort oben, Leute, den Bau des Suezkanals. Oh ja. Belgien. Angefangen. Übrigens hier, also die Niederlande haben wir uns ja natürlich, das wisst ihr ja, da haben wir ja als erstes sozusagen eingenommen. Also wir haben Belgien vereinigt, könnte man sagen. Also eigentlich die Niederlande, das ist ja quasi dasselbe. Guck mal, wir sind Deutsche, ist ja quasi dasselbe. Ja, ist ja quasi dasselbe. Haben die mit eingenommen und unser Kernterritorium dahingehend ausgeweitet. Und deswegen haben wir uns dann auch irgendwann hier für die arabische Halbinsel entschlossen. Und deswegen brauchen wir jetzt hier auf der Halbinsel Sinai. Haben wir erforscht über das Journal und können dann starten, den Suezkanal zu bauen. Die Frage ist nur, wie schaffen wir das? Wie
kriegen wir das hin? Das ist die Frage. Ja. Also, wir können uns das gerne mal anschauen hier. Und zwar ist das hier der Bau des Suezkanals. Wird abgeschlossen, wenn folgende Bedingungen erfüllt sind. Beliebiger belgischer Staat. Staatsregion ist Sinai. Also das heißt, wir müssen das Ding haben. Also das heißt für mich, wir müssen das Ding haben. Das heißt es doch, oder? Beliebiger belgischer Staat. Das heißt für mich, die von einem Land beherrscht wird. Pops Leben, Arbeiten... Weil hier steht nämlich doch auch... Aber stand da nicht, dass man irgendwie nur einen Vertragshafen braucht? Gebäudetyp Suezkanal? Stand da nicht auch, dass wir... Wo ist denn das? Entscheidungen? Land im Sinai beschaffen. Staatsregion ist Sinai. Aha. Also man kann auch das anscheinend nur über den Vertragshafen regeln, aber dann muss man diese Quest hier zusätzlich tun und in dieser Quest Land im Sinai beschaffen, hat man dann wieder jede Menge horrende Staatsausgaben. Ja, wartet mal, ich pinne euch das hier nochmal an. Und also man muss sich einen Vertragshafen ermogeln. Die Beziehungen zwischen Russland und uns müssen besser sein. Größer gleich 20. Und wir dürfen uns nicht im Krieg befinden. Und dann können wir das machen. Okay, aber dann ist es doch besser, wenn wir einfach gleich das Ding einnehmen, oder? Die Sinai-Halbinsel einfach gleich, zack. Und wir haben es, Leute. Das wäre doch was, oder? Okay, sollten wir uns vielleicht nochmal durch den Kopf gehen lassen. Okay, ungenutzte Bauproduktion. Ungenutzte Bauproduktion. Das ist spannend tatsächlich. Können wir da auf jeden Fall auch nochmal... Oh, hier wird die Kunstschule dreimal schon ausgebaut. Wahnsinn. So ein bisschen viel, oder? Wir sollten auf jeden Fall auch mal kurz laufen lassen. Und mal schauen, wo wir starten in Aufruhr. Mhm. Das sind die Dinger, die wir gerade eingenommen haben hier. Die sind jetzt natürlich immer auf. Hohe Beziehung zwischen Niederländisch-Indien, den Vereinigten Belgischen Staaten. Schlecht, unproduktive Handelsrouten haben. Ja, okay. Okay, nehmen wir das mal weg. Genau, dann sollten wir uns vielleicht auch nochmal ganz kurz um unseren Markt kümmern, bevor wir hier... loslegen. Marktzugriff ist tatsächlich sehr schlecht überall. Ist ja Wahnsinn. Ist hier nicht gedacht an der Stelle. Eisenbahnstufe 6. Ja, anscheinend ist das hier nicht einfach zu verbinden, dieses Land. Da werden schon Leute eingestellt wie blöde. Mal Katanga nochmal ausbauen. Hier vielleicht auch nochmal. Hier ist die Eisenbahnstufe 14. Das Problem ist, die kommen, glaube ich, nicht an die Leute ran. Da fehlen tatsächlich noch welche. Ist nicht genug Arbeitslose. Oder Bauern, je nachdem. Ja. Kann nicht voll besetzt werden. Genau, das denke ich mir schon. Aber gut, das ändert sich bald. Das ändert sich bald. Wenn die Staaten dann inkorporiert sind, dann geht's los. Genau, und dann haben wir hier unten auch noch Belgisch-Kongo-Orientale eingenommen.
Und da wird weiter kolonialisiert gerade, glaube ich, ne? Nehme ich an, oder? Genau, hier wird weiter kolonialisiert, ja, richtig. 33 Tage, das nehmen wir noch ein. Das werden die kriegen, das werden die Briten kriegen. Und wir haben hier dann quasi den letzten Bereich eingenommen. Dann sind unsere Kolonialbeziehungen auch an der Stelle erschöpft. Mehr können wir da nicht tun. Das war's. Schade eigentlich. Eigentlich sehr, sehr schade. Okay, gut. Das bringt mich aber eigentlich zu einem Diplomatiespiel, was wir gleich mal fortführen können. Und zwar, dass wir uns die Sinai-Halbinsel holen, Leute. Die Frage ist nur, wie machen wir das am besten? Staat erobern. Wir kämpfen gegen die Ägypter, wir kämpfen gegen Tunis. Wir haben folgende Verbündeten. Wir glauben, dass sich diese Länder unseren Feinden anschließen. Russland, das ist tatsächlich schlecht. Das ist tatsächlich sehr, sehr schlecht. Da müssen wir mal schauen, dass wir irgendwie schaffen, die Russen zu besänftigen. Haben wir da irgendeine Möglichkeit dazu? Eigentlich sehen die... ganz gut aus. Beginnen Beziehungen zu verbessern. Könnte man machen, wird uns jetzt hier nicht helfen. Naja. Okay, das ist schon mal schlecht, wenn die Russen sich denen anschließen. Das ist nicht gut. Das ist nicht gut. Ich meine, wir haben auch Verbündete, aber wir haben halt Portugal, ne? Das ist halt irgendwie ein bisschen... Naja. Sollen wir mal schauen. Vielleicht schaffen wir uns ja noch andere Verbündete gerade mal zu holen. Klientellandübertragung. Okay, ist ja auch spannend. Und sich Klientelländer übertragen lassen. Ist ja ziemlich spannend. Ja, die sind aber alle ganz gut geschützt, ne? Also Spanien hier auch. 236 Bataillone. Das ist halt schon eine Ecke. Das ist halt schon eine Ecke, ne? Das ist halt schon eine Ecke, was soll ich dazu sagen? Könnte man natürlich auch mal schauen, welche von denen befreien könnte man die auch, aber das ist ja mega sinnlos. Warum sollte ich die befreien, wenn dann will ich die ja selber verwalten? Also befreien ist ja völlig sinnlos. Also befreien sehe ich an der Stelle gar nicht. Tja, dann müssen wir mal bei Diplomatieaktionen schauen, bei Bündnis, was wir hier noch machen können. Sie würden dem Vorschlag nicht zustimmen. Bremen würde dem Vorschlag zustimmen. Ideologische Unterschiede, schade. Von Verpflichtung entbinden. Joa. Das machen wir sicherlich nicht. Schade, mehr Bündnispartner kriegen wir hier leider gerade nicht an unsere Seite, Leute. Das ist tatsächlich relativ schade. Das ist wirklich, wirklich, wirklich schade. Wenn wir mal schauen, ob wir hier irgendwo noch ein paar Leute haben, die wir einsetzen können. Ja, tatsächlich, hier würde es noch gehen. Dann würde ich hier direkt gleich noch mal ein paar Kasernen bauen. Und zwar direkt gleich 5 Stück. Dann geht's los, Feuer frei. Und hier unten vielleicht noch ein paar mehr Marinebasen. Die sind schon bei 10. Können wir auch auf jeden Fall noch 5 obendrauf plus weitere 10 Kasernen. Dann lassen wir das mal kurz laufen und dann schauen wir mal. Die sollten relativ schnell gebaut werden und dann fangen die nämlich direkt an, Leute einzustellen. Das dauert dann gar nicht mehr so lange. Ich glaube, die haben da am Anfang irgendwie noch ein kleines Problemchen damit. Aber prinzipiell sollte das gehen.
Gut, inaktive Handelsrouten. Toll. Spanien hat sich anscheinend verabschiedet von uns. Auf Grundlage eines, weiß nicht genau. Das nervt mich immer tierisch, dass die Handelsrouten inaktiv werden. Das ist völlig sinnlos. Guck mal, wie viel wir hier mit Handel getrieben haben mit denen. Embargo für uns auferlegt, oder was ist das Problem? Naja. Müssen wir uns jetzt wieder die Marktpreise genauer anschauen und dann müssen wir sehen, dass wir da irgendwie hinkommen. Papier müssen wir auch auf jeden Fall ausbauen. Dann gleich mal gucken, wo wir noch ein bisschen Papier ausbauen würden. Ich würde hier unten sagen. Da haben wir nämlich einige Leute. Ich meine, wieso nicht? Tatsächlich haben sich diese Regionen hier sehr, sehr gut entwickelt. Also, die waren ja am Anfang auch wirklich, denen ging es wirklich richtig, richtig doll schlecht. Mittlerweile geht es denen ja hervorragend, könnte man sagen, dafür, dass das Wüste ist. Aber es liegt halt daran, die werden halt inkorporiert und dadurch, ihr seht das, Bildungszugang, Assimilierung und so weiter, die kriegen halt auch Wohlstand dadurch. Und ja, das ist halt ganz wichtig, ne? Dass die da auch Stückchen für Stückchen vorankommen. Papierfabriken will ich ja auch mal einige bauen. Gleich mal 11 Stück und dann sollte sich das erstmal gut erledigt haben. Glas ist zu teuer, Tuch ist zu teuer, Färbemittel ist, glaube ich, in Ordnung, dass das ein bisschen teurer ist. Porzellan, Tuch tatsächlich ist ein Problem, das hätte ich nicht gedacht. War sogar ein großes Problem, müssen wir nach einer Importroute schauen hier an der Stelle. Weil die ist ja mal richtig produktiv, die nehmen wir sofort mit. Hier noch ein Problem mit Hartholz. Da importieren wir auch mega viel schon tatsächlich. Wahnsinn, was wir an Hartholz importieren. Könnten wir auch mal schauen, ob wir das noch irgendwo strategisch ein bisschen ausbauen könnten. Das ist Holz. Gehen wir hier unten auf Bauen und dann Ressourcen und dann Holzfällerlager. Belgisch Äquateur haben wir da. Mhm. Tatsächlich sind da überall keine Leute mehr, ne? Kanak können wir noch ein bisschen ausbauen. Sicherlich Celebes auch noch mal ein bisschen. Ja, machen wir einfach mal. Glaube ich ganz gut. Okay, Blei sollten wir uns darum kümmern. Handelsrouten, Wahnsinn, was wir an Blei. Also Blei müssen wir auch auf jeden Fall ausbauen. Können wir den Blei ausbauen? Eigentlich nur in Südaustralien. Schade, und in Südaustralien haben wir nicht genug Leute, die hier leben wollen. Doch, Arbeitslose sind doch jede Menge. Komisch. Das ist komisch. Bauen wir hier gleich auch nochmal die Universität aus und dann die Bleiminen. Soweit wie es geht. Und dann wird man das haben. Hier fehlt uns tatsächlich an der Stelle eindeutig Infrastruktur. Seht ihr das, Leute? Hier fehlt uns Infrastruktur. Die kommen hier nicht klar. Ich weiß zwar nicht genau, wieso die hier nicht klarkommen, aber... Ah, minus 20 Landwirtschaft, Infrastruktur, staatliche Baueffizienz. Okay. Anscheinend, weil hier so krass Infrastruktur fehlt. Komisch. Hafen haben sie ja auch schon Stufe 5, also... Ganz ehrlich. Ja, auch nochmal 2 Stufen aus. Dann müssen sie es eigentlich haben. Dann sollte das ja eigentlich gehen. Dann sollte das ja eigentlich gehen.
Gut, okay, aber nichtsdestotrotz, das löst unser Russland-Problem in keinster Weise, Leute. Leider löst das unser Russland-Problem in keinster Weise. Wenn sich der Russe gegen uns anschließt, dann gibt es einen großen Krieg, Leute. Und das ist nicht sonderlich schön. Da habe ich eigentlich, sage ich euch ganz ehrlich, nicht so sehr viel Lust drauf. Aber, ja. Nichtsdestotrotz werden wir den Suezkanal uns irgendwie gönnen müssen, weil ohne den Suezkanal, Leute, hat der ganze Quatsch bis jetzt überhaupt gar keinen Sinn gemacht. Also von daher, naja, schön, wir können hier exportieren, Leute, das machen wir auch mal. Leider nicht in Größenordnung, aber immerhin können wir exportieren. Kreide ist bei uns zu günstig, okay. Wahnsinn, hätte ich ja nicht gedacht. Also wir sind tatsächlich ein riesiger Getreide, seht ihr das gerade, Leute? Also Getreide gibt es bei uns tatsächlich jede Menge. Wir exportieren schon die Hälfte von dem, was wir selbst überhaupt haben. Über die Hälfte, ja. Das ist schon echt krass. 14,5 ist trotzdem noch deutlich zu günstig. Dann exportieren wir hier mal noch ein bisschen. Geben da mal noch ein bisschen was weg und hier mal noch ein bisschen was weg. Und dann, glaube ich, sieht das schon ganz gut aus. Ja, die anderen Sachen, Glas, Papier etc., das müssen wir beobachten, aber das können wir alles selber ausbauen. Das ist jetzt nicht das große Problem. Gummi verursacht, also finde ich spannend. Aber anscheinend müssen wir Gummi auch nochmal eine ganze Ecke ausbauen. Das werde ich auch gleich mal tun. Hätte ich nicht gedacht, dass Gummi jetzt auch schon wieder ein Problem ist, aber ja. Es ist so, wie es ist. Wo ist denn Gummi nochmal? Blader? Da, Gummiplantage. Belgisch Äquateur. Ah ja. Nehmen wir gleich mal 3. Und dann bauen wir da auch nochmal jede Menge aus. Und dann schauen wir mal, dass wir, ja, da irgendwie vernünftig mit zurande kommen. Schade, dass hier kein weiterer Bündnispartner mehr für uns, also sich irgendwie, sich uns anschließen möchte. Bündnis wollen die hier nicht. Mindestens herzlich, genau, minus 59. Da könnten wir natürlich auch mal die Beziehung verbessern, könnte man tatsächlich machen. Ich glaube, mit den Franzosen ist das auch immer eine gute Sache. Die sind nämlich direkt bei uns dran, ne? Und wenn die Franzosen irgendwie uns nicht mögen, dann ist das schon schwer. Gut, also ich muss dann noch eine Entscheidung treffen, Leute. Das weiß ich nicht, wie wir jetzt hier mit der Sinai-Halbinsel weitermachen. Das mit Russland macht mir tatsächlich ein bisschen Angst. Aber was soll ich sagen? Schwierige Entscheidungen müssen auch diplomatisch getroffen werden. Das soll die erste Folge gewesen sein. Ich hoffe, euch hat's gefallen. Okay.